Wir starten heute mal in Stormwind. Wir machen zuerst die Kochkunst Daily. Und zwar, hier ist der Kochkunstlehrer. Gelegt Auch Waisen für mögen die Kekse. Allianz. Bringt 4 Säcke Puderzucker zu Robbie Flay in Auf Ehren. Sturmwind. Diese blöden Säcke, also das ist die beschissenste Quest, die gerade kommen kann, weil die sind nicht sehr verbreitet. Da ist einer gewesen. Also ihr seht, es gibt hier gerade mal 2, 4, 5 Punkte, wo die sein können. Das ist wirklich viel zu wenig. Keine Ahnung, was sich Blizzard dabei gedacht hat. Da ist einer. Ja, um die Uhrzeit kann man die Quest gerade noch so machen, aber ja, ich finde es absoluten Blödsinn, so eine Quest zu machen, wo es nur 5 Punkte gibt, wo die sein können. Also eins weiß ich, da habe ich das letzte Mal hier die ganze Zeit geparkt und habe hier immer schön alles eingesammelt. Da haben wir eins und da vorne, also hier könnte auch noch eins sein. Und das ist wieder da. Das ist sehr schön. Dann brauchen wir jetzt nur noch einen Sack. Ja, die Juwelenschleifer-Dailies, genau. Die Kochkunst-Dailies, ja, das ist schon ein bisschen blöd. Auch jetzt, weil hier in Stormwind immer so viel los ist. Da musst du wirklich Glück haben. Na, komm, das ganze Zeug zu bekommen. Aber heute hat es endlich mal gut geklappt. Das letzte Mal habe ich wirklich irgendwas um die halbe Stunde für diese blöde Quest gebraucht. Gut, wir haben gestern im Hyal die allerletzte Quest gemacht. Wir werden dann direkt nach der Kochkunst Daily. Die mache ich jetzt auch nur im Let's Play, weil ich nicht weiß, ob wir Level Up werden Kann oder ich euch nicht. helfen? Schönen Tag auch. Und Seid vorsichtig. wir werden Level Up. Und Kochkunst 521. Sehr schön. Wir sind Stufe 84. Wir haben 5 Millionen. Moment, ich gucke jetzt gerade mal. Wo wurde gezeigt, wie viel Prozent wir brauchen? Da, wie viele Erfahrungspunkte wir brauchen. Na, komm, 5,2 Punkte Millionen Ringe. Erfahrungspunkte haben wir gebraucht und jetzt brauchen wir über 9. 9,1, also nochmal 4 Millionen obendrauf. Deswegen also von Level 84 auf 85. Die Stark-Quest für Tiefenheim hatten wir ja schon mal gemacht. Wo ich gesagt habe, dass ich gerne farmen möchte. Und ja, dann können wir hier jetzt schon mal die ganzen Quests annehmen. Was führt euch hierher? Luftschiff am Wir Boden. sehen Sucht uns im Wrack wieder. der Sturmfuror in Tiefenheim nach Hinweisen. Habt günstige Was? Winde. Die Erde nimmt sich Nun alles, geht. vernichtet 5 Tiefenstein-Elementare. Tschüss. Gehen wir Elementarenergie zurückkommen. zerstört 8 aufgeladene Geoden oder Leitstein-Elementare in der Nähe des erschöpften Totems. Kronakai Wo Christor. ist Gute Goldmine? Gesundheit. Findet Initian Langes Goldmine Leben. am Quarzitbecken in Tiefenheim. Verliert euren Glauben nicht. Die Forscher sprecht mit Entdecker Movi im Tempel der Erde in Tiefenheim. Möge eure Familie gesehen. So, der ist direkt hier hinten. Hoch, seid ihr aber So, können wir groß. Geht direkt fort, abgeben. hinaus. Zwielichtpläne. Sammelt die Pläne für das Tor der Meister. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Willkommen. Bleibt auf dem Überflieger. Boden. Untersucht den mittleren Bereich im hinteren Teil des Tor der Meister. Man sieht sich. Okay, Alter, wie viele Quests. Hier die Quest ist, keine Ahnung, also, weil es hier das Portal ist.
Hier die Quest ist Inni-Quest, also Inni ist hier der steinerne Kern. Der ist da oben auf der linken Seite. So, wir sollen jetzt die Geoden... Moment, wir sollen hier das Ding hinstellen. Und die Geoden killen. So. Und das Gute ist, die Dinger haben keine Abklingzeit. Ja, komm. Hallo. Ey. So, da haben wir Nummer 2. Also Bergbau, wenn man Bergbau hat, lohnt es sich auf jeden Fall, die Dinger hier auch abzubauen. Weil es kann flüchtige Erde drin sein. Es kann ab und zu auch mal Elementium und sowas drin sein. Also immer schön abbauen. Anziehungskraft. Oh, du findest mich anziehend. Ich bin sehr gerührt. Das hat noch kein Gegner. Ja, obwohl manche Gegner haben es schon empfunden. So, wir sind jetzt bei 4. Dann nehmen wir nochmal so eine Geode hier. Auch bitte her. Hierher, komm. Alter. Also hier kriegen wir jetzt ordentlich Schaden. So, mein Sohn schickt gerade eine WhatsApp. Ihr befindet euch in der falschen Zone. Willst du mich verarschen? Der schickt mir, also mein Sohn ist ja, der studiert ja und der schickt mir jeden Tag, um mich neidisch zu machen, glaube ich, sein Bild, was er Leckeres in der Mensa zu essen kriegt. Also da bin ich teilweise schon sehr neidisch. Gut, das haben wir gemacht. Tiefenstein-Elementare. Ich muss mal kurz hier gucken. Zwielichtpläne, Überflieger. Wir gehen zuerst da zu dem Frack. Ich guck mal kurz, was er heute zu essen hat. Oh. Ein leckeres, ja, ich würde sagen, es ist ein Cordon Bleu mit Kartoffeln, Soße und dazu noch ein Pudding, Schokolade, Vanille. Das hätte ich auch jetzt gern. Das hätte ich auch gerne. Ja, bei uns gibt es nur abends warm. Also mein Sohn wohnt ja nicht bei meiner Frau und mir, der wohnt bei seiner Mutter. Entschuldigung. Mein Sohn wohnt ja bei meiner Ex-Frau und der geht da halt auch in der Nähe studieren. Und was wollte ich denn jetzt sagen? Alter, bin ich heute verpeilt. Ja, das macht dieser scheiß Wetterumschwung. Ja, bei meiner Frau und mir gibt es halt nur abends warm zu essen, weil meine Frau im Einzelhandel arbeitet.
Ist meistens über den Mittag weg, deswegen ich mache mir auch mittags nicht extra was Warmes zu essen. Und da gibt es dann halt nur kalt. Und meistens irgendwie Brötchen oder mal Müsli oder ja, keine Ahnung, also alles Mögliche. Hier ist das Wrack der Sturmfuror. Ey, ich hab den doch gar nicht angegriffen. Ja, und heute Abend gibt's bei uns Bohnensuppe. Das war noch Rest von gestern, oder ist noch Rest von gestern. Und ja, das... wir müssen da halt noch 2 Tage von essen, weil es zu viel war. Ich muss jetzt mal kurz gucken. Also hier irgendwo müssen noch 3 Hinweise sein. Hier unten ist ein... Nee. Hä? Da vorne ist einer. Okay, da drüben ist einer. Und da oben drin ist einer. Da gibt es auch noch eine neue Quest. Und hier gibt es Herzblüte. Immer schön mitnehmen. So, den schauen wir uns an. Und hier das Logbuch des Kapitäns. Bringt das Logbuch des Kapitäns zu Marut Steinbinder beim Tempel der Erde in Tiefenheim. Okay, ja, dann haben wir hier alle Quests erledigt. Wir werden so gesehen hier jetzt, ich muss hier runter. Wir werden jetzt so gesehen hier ein bisschen außenrum questen. Also wir haben hier so gesehen, das ist ein rundes Questgebiet, und wir werden uns nach und nach hier so schön außen rum bewegen, bis wir überall gequestet haben. Aber jetzt geben wir erstmal ein paar Quests ab. Quests. Mann. So, da hast du das. Ein schöner Streitkolben, der uns aber nicht viel bringt. Das bringt uns auch nichts. Deswegen nehmen wir den zum Verkaufen. Eine sehr schöne Lederbrust, die wir natürlich auch direkt anziehen werden. Das Glück sei mit euch. Da. Seid gegrüßt. Das hier, das Logbuch des Kapitäns. Diplomatie hat Vorrang. Trefft euch mit Sturmruferin Mühlra auf dem Kanonenboot der Allianz. Seid vorsichtig. Also, das Kanonenboot der Allianz, das fliegt irgendwo hier drüben, glaube ich, rum. Da oben. So, der Nimbusrücken. So, hier ist das Tiefenboot der Allianz. Hier oben ist die Questgeberin. Ich wurde zum Fliegen geboren. Und bevor wir hier anfangen zu questen, machen wir morgen weiter.